Ich will was tun, was mich erfüllt. Das ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass wir einer Arbeit nachgehen können, die uns wirklich zu 100% erfüllt. Ich glaube, dass diese Strömung noch viel stärker wird, jetzt auch an jungen Leuten, die nachkommen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Digitalisierungsbewegung, die auch in Deutschland, ob wir wollen oder nicht, immer weiter voranschreitet, wodurch einerseits Jobs überflüssig werden und andererseits ganz neue Chancen geschaffen werden. Das heißt, wenn ein Job einer Beamtin beispielsweise in Zukunft wegfallen wird. Ich kenne das aus unserem Dorf zu Hause, da wo ich herkomme, da gab es früher eine Bankfiliale, 5 Schalter. Und heute steht da ein Automat. So, und wenn ich gucke, wie viele Jobs wegfallen, werden sich Menschen auch Gedanken über Alternativen machen müssen. Und wenn einfach kein Job mehr da ist, den man gelernt hat, dann bleiben nur noch die Talente und die Leidenschaften, dann kann man nicht mehr anders als im Nachhinein. Und ich glaube, dass dann Freelancing die allererste Anlaufstelle sein wird. Wir leben ja in einer Welt, in der die Menschen nach Individualität und Unabhängigkeit und Flexibilität und Ausleben der eigenen Träume irgendwie danach streben. Und wenn ich jetzt einfach mal auf mich schaue und überlege, was müsste ein Unternehmen, was müsste ein Studio oder eine Agentur tun, um mich aus dieser komfortablen Situation, wo ich jetzt gerade drin bin, wo ich mich super wohlfühle, was müssen die tun, um dieses Festangestelltenverhältnis für mich wieder attraktiv zu machen? Mir würde nichts einfallen, weil es gibt eigentlich momentan nichts, was ich dagegen austauschen würde. Man hat halt die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, welche Entwurfsrichtung überhaupt eingeschlagen wird, was rausgeschickt wird und selbst ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Strömungen man eigentlich irgendwie aufnehmen sollte und welchen Weg man gehen sollte. Das heißt, ich bin nicht abhängig davon, welche Entscheidungen andere treffen oder die haben keinen Einfluss darauf, ja, wie ich einfach meinen eigenen Weg gehen will. Das heißt, ich kann entscheiden, mit welchen Kunden ich zusammenarbeite, welche Projekte ich annehme oder ob ich jetzt vielleicht das Design sein lasse und mich eher wieder als Entwickler vielleicht ein bisschen mehr präsentiere. Also ich kann eigene Entscheidungen treffen. Dass man sich beweisen kann über die Resultate, die man liefert und nicht darauf beschränkt wird oder daran gemessen wird, welche Abschlüsse man hat oder aus welchem Hause man kommt. Die Arbeit als Freelancer bedeutet für mich vor allen Dingen Freiheit. Wie der Name schon sagt, freie Berufler. Für mich ist das Modell einfach gerade perfekt, so wie es ist. Wir sind ja auch zufällig reingefallen in dieses Freelancer-Ding. Und ich glaube, das war das Beste, was uns hätte passieren können. Aber das ist es, was mich eigentlich wirklich auch antreibt, wo ich sage, hey, es macht super spannend, immer wieder einfach in so neue Welten auch einzutauchen, in neue Themen für die Kunden. Ja, und das ist es, was ich wirklich ziemlich gut finde, auch an meiner Arbeit.